Hallo zur neuen Woche im Kabeljournal. Diesmal begrüßen wir Sie aus dem idyllischen Zschopautal. Wir sind hier in Krumbach und wollen mal eine Überfahrt mit der historischen Querseilfähre Anna wagen. Aber bevor wir das tun, geht's erstmal nach Chemnitz zum Ballonfest. Am letzten Maiwochenende war es wieder soweit. Im Küchwald fand das Ballonfest statt. Es war das 13. und seit Bestehen dieser Veranstaltung das wohl heißeste. Auch in diesem Jahr von der Chemnitzer Parkeisenbahn zusammen mit dem Tutti-Frutti-Team im Küchwald auf die Beine gestellt. Das Besondere an dem Ballonfest sind ganz klar die Ballons. In den Nachmittagsstunden erlebten die Besucher des Festes die Figurenballons, die im Grunde fast genauso funktionieren wie die großen, die für die Ballonfahrten genutzt werden. Sich im Ballonfahren üben konnte man auf dem Rummelplatz, wo es mit dem einen oder anderen Fahrgeschäft hoch hinausging. Man durfte aber auch am Boden bleiben. Reger Betrieb herrschte ebenso bei der Parkeisenbahn. Bei dem heißen Wetter sorgte der Fahrtwind für eine angenehme Erfrischung. Einen erfrischenden Ausflug hatten mit Sicherheit ebenso die, die sich entschlossen hatten, eine Fahrkarte für eine Ballonfahrt zu kaufen. Über 10 Heißluftballons standen zur Auswahl. Und bei diesen Heißluftballons haben wir auch Sonderbauformen dabei. Das heißt also keine gewöhnlichen Heißluftballons, sondern wir haben wie im vergangenen Jahr die Matrioschka dabei, ein sehr, sehr großer Heißluftballon, der auch gestern Abend am Chemnitzer Himmel zu bewundern war. Und wir haben als weiteres dabei das Raumschiff Vostok 1, mit dem am 12.04.1961 Juri Gagarin das erste Mal in den Weltraum geflogen ist. Und dieses Raumschiff hat eine Höhe von 47 Metern und wird heute Abend in den Chemnitzer Abendhimmel starten. Auch neu in diesem Jahr ist am morgigen Tag der Start von Gasballonen. Wir haben also aus Bitterfeld 2 Gasballone zu Gast, die schon morgen Nachmittag starten werden. Gasballons können auch in der Thermik starten, nicht wie der Heißluftballon, der nur in den ganz frühen Morgenstunden oder in den Abendstunden fahren kann, sondern diese Gasballons können also auch zu einer beliebigen Zeit am Tage starten und so werden wir morgen 14 Uhr 2 Gasballons in die Luft entlassen und das wird natürlich ein ganz, ganz besonderes Highlight. Schon allein die Heißluftballons, die am Freitag und Samstagabend auf der Küchwaldwiese startklar gemacht wurden, waren beeindruckend. Die, die eine Fahrkarte gelöst hatten, wurden beim Aufbau der Fahrzeuge mit eingespannt. Übrigens, wenn der SV Sachsenring ein Mitglied der Tischtennisabteilung vermisst, das fuhr mit diesem Ballon davon. Das 13. Ballonfest ist bei einem sagenhaften Wetter
durchgeführt worden. Wir würden uns wünschen, dass wir jedes Jahr so tolles Wetter gehabt hätten. Wir haben sehr, sehr viele zusätzliche Highlights dabei gehabt. Und ich denke, für die Chemnitzer Bevölkerung war es wieder ein sehr, sehr schönes Fest. Wir werden also am heutigen Abend noch das große Ballonglühen durchführen mit insgesamt 7 Heißluftballons. Das wird wieder ein ganz farbenprächtiges Bild werden. Und wir haben zum Abschluss noch ein Höhenfeuerwerk, was den heutigen Abend abschließen wird. Und dann stehen bei der Parkeisenbahn auch schon die nächsten Höhepunkte an. Das nächste große Highlight wird dann im Monat Juli, August das Sommerferienprogramm sein hier bei der Parkeisenbahn, wo also Schulklassen und Kindergruppen zu uns kommen können und hier jeden Tag eine andere Überraschung erleben. Und dann werden wir im September unsere Märchennacht wieder durchführen, die also für die Kleinsten ein ganz besonderes Erlebnis darstellt, weil dort Märchenaufführungen eines Kindertheaters bei uns geboten werden. Und das wird im Monat September wieder durchgeführt. Wir laden euch ganz herzlich ein, am 9. Juni zu unserem Azurit-Lauf mit Familiensportfest hier auf den Sportplatz in Niederfrohna. Wir freuen uns auf euch. Wir, das sind 4 Azurit-Senioreneinrichtungen im Großraum Chemnitz, die nicht nur besonders gut pflegen, sondern auch in ihrer Freizeit aktiv sind. Wer die sportliche Herausforderung mag oder einfach nur zusehen möchte, ist hier genau richtig. Es erwartet euch ein Human-Table-Soccer-Turnier und für unsere Kleinen eine Schnitzeljagd oder eine Kinderolympiade. Gemeinsam lassen wir dann den Abend ausklingen bei Live-Musik und Essen. Während der gesamten Veranstaltung bieten wir euch außerdem einen Shuttle-Service aus Niederfrohna auf das Sportgelände an. Mit Azurit seid ihr immer auf der richtigen Spur. Fit für Azurit? Wir freuen uns auf euch! 14. Saxoniade, internationales Festival für Jugendblasorchester in Hohenstein-Ernsthal vom 22. bis 25. Juni. Konzertstimmung mit Klassikern und Hits nonstop, traditionell und modern. Erleben Sie Freitag und Samstag die Wertungsspiele sowie abends Musik und Show nonstop im Hohenstein-Ernsthaler Hot-Sportzentrum. Die atemberaubende Musikschau der Nationen mit 500 Musikern findet Samstag um 15 Uhr auf dem Zwickauer Hauptmarkt und 18 Uhr am Hohenstein-Ernsthaler Hot-Sportzentrum statt. Sonntag um 11 Uhr startet das Preisträgerkonzert im Hohenstein-Ernsthaler Schützenhaus. 14. Saxoniade, internationales Festival für Jugendblasorchester in Hohenstein-Ernsthal vom 22. bis 25. Juni. Wer den Shuttle-Service nutzen möchte, wird gebeten, sich telefonisch anzumelden unter 03723 3398. Weißt du, ich habe nachgedacht. Ich glaube, es wird Zeit für ein neues Auto. Ich hatte letztens einen gesehen, der ist an mir vorbeigefahren. Krasser Sound. Der neue Golf GTI. 19 Zoll Leichtmetallfelgen. 265 PS. Und mit dem Booster schafft er sogar 290 PS. Guten Appetit. We'll be right back.
Autohaussocke geht es um mehr als nur dein Auto. Es geht darum, einen treuen und verlässlichen Partner für jede Situation an deiner Seite zu haben. Und es geht noch um viel mehr. Es geht darum, nachhaltige Perspektiven zu schaffen und für die Zukunft zu sorgen. Sich in die Region einzubringen und besonderen Teamgeist zu erleben. Wo andere an Grenzen stoßen, heißt es, helfende Hände auszustrecken. Sich wohl und sicher zu fühlen. Und effiziente Lösungen zu finden. Und am Schluss gehen deine Träume ja vielleicht doch in Erfüllung. Autohaus Socke. Ein Team, das bewegt. Besuche uns auf www.autohaus-socke.de. Gemeinsam bewegen wir die Region. Die Azurit-Gruppe ist ein großes Pflegeunternehmen, welches bundesweit über 70 Pflegeeinrichtungen betreibt. In diesem Jahr feiern wir unseren 20. Geburtstag. Ich selbst gehöre zum Urgestein der sächsischen Pflegeeinrichtungen. Wir sind ständig bemüht, unseren Bewohnern einen abwechslungsreichen Tag zu gestalten und unsere Mitarbeiter zu motivieren. Alle unsere Häuser sind mit einer hauseigenen Küche versehen, sodass wir immer individuell auf die Wünsche der Bewohner eingehen können. Auch bietet unser Catering-Team unseren Bewohnern immer wieder Abwechslung. So haben wir einmal im Monat das Schlemmerfrühstück wie auch Gourmet-Abende zu bieten. Gourmet-Mittag, Kaffee und Festlichkeiten werden ebenso ausgerichtet durch unser Küchenteam. Nicht nur unsere Bewohner sind dazu eingeladen, auch deren Angehörige und natürlich die Mitarbeiter dürfen nicht fehlen. Unsere Einrichtung hier in Hartmannsdorf ist seit 1.3. eröffnet. Die ersten 40 Bewohner sind bei uns eingezogen und fühlen sich schon sehr wohl. Sie suchen eine neue Herausforderung, dann kommen Sie zu uns nach Hartmannsdorf oder bewerben sich in einer anderen Einrichtung von Azurit. Was bieten wir unseren Mitarbeitern? Weiterbildungsmöglichkeiten, Karrierechancen, familienfreundliche Arbeitszeiten und ein tolles Team. Bewerben Sie sich, wir freuen uns auf Sie. So, neben mir steht jetzt der Herr Herzer, der ist einer von zwei Fährmännern hier. Herr Herzer, von wann bis wann ist hier die Fahrsaison? Vom 1. April bis zum 31. Oktober. Und zu welchen Zeiten fahren Sie? An Wochenenden und Feiertagen von 11 bis 18 und in der Woche von 12 bis 17. Okay. Und der Fährbetrieb funktioniert ja hier richtig per Handarbeit. Können wir das uns das richtig noch angucken dann? Ja, selbstverständlich. Okay. Bis dahin sehen Sie aber erst einmal die Wochensplitter. Die einen sagen Himmelfahrt, die anderen Männertag. Egal als was es bezeichnet wird, an diesem Tag öffnen schon seit Jahren die Eisenbahnfreunde Chemnitztal ihren Museumsbahnhof in Markersdorf-Taucher und laden unter anderem zur Bahnolympiade ein. Mannschaften, zumeist aus Männern bestehend, absolvieren dabei zahlreiche Disziplinen. Ja? Jawohl. Geht los! Komm weiter! Schneller!
Am meisten Kraft musste beim Ziehen der Lokomotive aufgebracht werden. Einmal in Bewegung gebracht, fuhr die Maschine. Handwerkliches Geschick war bei dieser Disziplin gefragt. Ja! Beim Schienenweitwurf kam es vor allem auf die Wurftechnik an. Die Schienennägel mussten zwischen den richtigen Radspeichen platziert werden. Ja! Auf die Plätze, fertig, los! Eine ganz andere Herausforderung war das Gleispuzzeln. Hier war Köpfchen gefragt. Also ich habe 14 Sekunden. Nicht jeder Besucher wollte an der Bahnolympiade teilnehmen. Viele Wanderer und Radfahrer nutzten den Bahnhof als Raststätte und zudem die Möglichkeit zur Bahnfahrt. Zurückbleiben bitte. Mit dem Schienentraktor Paul ging es hinaus ins idyllische Schweizer Tal. So wie auch jeden Sonntag während der Fahrsaison, in der Zeit von 13 bis 18 Uhr. In der Geschäftsstelle des Landesverbandes ADHS Sachsen in Frankenberg kümmern sich 5 Mitarbeiter um Kinder, Jugendliche und Erwachsene, bei denen eine Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, kurz ADHS, diagnostiziert wurde. ADHS ist eine neurobiologische Hirnstoffwechselstörung. Sie zeichnet sich hauptsächlich durch Hyperaktivität, Impulsivität und Konzentrationsstörung aus. Es ist eine der häufigsten psychischen Störungen im Kindes- und Jugendalter. Und bei 30% der betroffenen Kinder, die nehmen das auch mit ins Erwachsenenalter, wo sich dann auch vielmals Depression oder Persönlichkeitsstörung oder Suchterkrankung aufbauen. Um noch mehr Menschen, die an ADHS leiden, helfen zu können, wird der Verein sein Angebot erweitern. Ab August haben wir ein neues Projekt. Dann machen wir sozusagen Vorbereitungstraining für Vorschulkinder. Also das heißt, wir tun im Vorschulalter die Kinder eine Dreiviertelstunde, können die zu uns kommen. Dann machen wir Konzentrationstraining, denn gerade das ist ja das große Problem bei ADS, sich zu konzentrieren. Problemlösetraining, das heißt also mehr, wie löse ich eine Aufgabe, wie gehe ich ran. Also ganz, ganz kleine alltägliche Sachen, die man eigentlich in der Schule erstmal braucht, um dort richtig Fuß zu fassen und mitzukommen. Dann haben wir ab August auch noch ein Erwachsenencoaching im Angebot. Das geht rein darum, dass wir erwachsene Betroffene unterstützen in ihrer sozialen Alltagskompetenz. Also das heißt, wir machen Training, was mit Zeit betrifft. Eine Haushaltsplanung machen wir mit denen. Kommunikation ist auch ein großes Thema. Partnerschaftsprobleme bearbeiten wir. Das wird in einer Gruppe stattfinden und finanziert werden kann das über die Pflegekasse. Auch für die Sommerferien hat der Verein einiges geplant. Wo wir nicht nur ADHS-Kinder dazu einladen, sondern alle Kinder, die möchten. Das lief voriges Jahr so gut, dass wir gesagt haben, wir machen ein Projekt draus, was auch über das Sozialministerium gefördert wird. Und wir können jetzt wieder im August anbieten, 2 Wochen, Abenteuererlebnis bei uns im Landesverband. Der Landesverband ADHS Sachsen bietet auch Schulungen für Fachkräfte aus den Bereichen Bildung und Erziehung an. Ganz neu im Angebot dieses Jahr für unsere Fachkräfte haben wir eine Ausbildung zur Fachkraft Gewaltprävention und eine Ausbildung zum Deeskalationstrainer. Ist sachsenweit, also es kann jede Fachkraft aus Sachsen daran teilnehmen. Bei dieser Weiterbildung. Unsere Weiterbildung für Hortner oder Pädagogen, sage ich jetzt mal, zum Thema ADHS haben wir auch wie jedes Jahr bei uns weiterführend. Allerdings sind wir da schon für den Herbst total ausgebucht.
Die Geschäftsstelle des Landesverbandes ADHS befindet sich in der Händelstraße 16 in Frankenberg. Unter www.adhs-mittelsachsen.de findet man die Kontaktdaten und alle wichtigen Informationen. Der Rasen, der die Welt bedeutet. Im Liechtensteiner Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion ist er ganz neu. Und nicht nur der. Die Stadt hat am 1. Juni nach einer umfassenden Sanierung das Stadion heute an die Schulen und an den Verein wieder übergeben können. Ein neuer Hybridrasen ist errichtet worden, 8000 Quadratmeter Hybridrasenfläche. Daneben eine wunderbare Leichtathletikanlage für Dreisprung, für Weitsprung, Kugelstoßeinrichtungen. Das kommt vor allem dem Schulsport zugute, der mit den neuen Anlagen auf jeden Fall aufgewertet wird. Es ist auch die Heimstätte unseres SSV Fortschritt Liechtenstein mit verschiedenen Fußballmannschaften, mit einer Leichtathletikabteilung. Übrigens die Fußballmannschaft SSV Fortschritt Liechtenstein dieses Jahr hat die erste Männermannschaft den Aufstieg geschafft, auf fremden Plätzen erspielt. Und wir hoffen, dass wir jetzt hier Ihnen eine würdige Heimstätte für die nächste Saison bieten können. Die Rasenballsportler profitieren von den Vorteilen, die der neue Hybridrasen bietet. Er ist belastbarer und durch seine Stabilität werden die Verletzungsgefahren minimiert. Die Sanierung der Sportstätte war notwendig, denn der Zahn der Zeit nagte unübersehbar. Das Stadion ist ja ursprünglich 1960, wurde der Spatenstich gelegt. Damals hier auf dem alten Gelände der ehemaligen Ziegelei. Übrigens Bauleiter damals mein Schwiegervater Heino Berner, der zur damaligen Eröffnung auch mit dabei war. Heute muss ich sagen, ich erlaube mir mal diese persönliche Zäsur. Ich hätte ihm sehr gerne heute die Ergebnisse seiner Nachfolger gezeigt. Aber er ist leider so schwer erkrankt, dass ich ihm gestern nur am Krankenbett im Krankenhaus in Glauchau von diesem heutigen Tag berichten konnte. Aber es ist natürlich davon zu berichten, dass die damals moderne Stadioneinrichtung inzwischen überarbeitet werden musste. Es gab die Einsicht, dass die veralteten Anlagen erneuert werden müssten, aber auch das Problem der Finanzierung. Als der damalige Bürgermeister 1969, der Erwin Schreier, von der Errichtung des Stadions berichtet hatte, hat er über die komplizierten finanziellen und materiellen Dinge berichtet. Auch ich muss ja sagen, dass es nicht ganz leicht war, politisch und finanziell diesen Bau durchzubekommen. Die Abstimmung, die jetzt im Rat, in der Verwaltung, mit den Planern und Förderbehörden notwendig waren, die haben ja über ein Jahr gedauert, bis wir endlich einen akzeptablen und finanzierbaren Kompromiss gefunden haben, um das Stadion in der heutigen Form errichten zu können. Die Sanierung des Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadions hat insgesamt 860.000 Euro gekostet und die Stadt ist mit einem Eigenanteil von 540.000 Euro dabei. Die Fördermittel kamen vom Land Sachsen aus dem Bereich Schulsportförderung und normale Sportförderung. In Sachen Sportstätten ist die Stadt Liechtenstein nun... Da sind wir aus meiner Sicht sehr gut aufgestellt. Und das ist auch jetzt der Fokus für die nächsten Jahre, wird also nicht mehr auf Sportstätten liegen, sondern eher auf Straßenbau. Auf die Plätze. Fertig. Drei Tage Festprogramm gab es am letzten Maiwochenende in Görritzhain beim Schützenfest, das in diesem Jahr die 27. Auflage erlebte. Seit 1992 existiert der Verein und es sind schon zwei Schützenfeste davor gemacht worden. Damals noch unter Regie von der Gemeinde in Zusammenarbeit mit einer Partnergemeinde aus den Altbundesländern. Die haben das damals wieder ein bisschen ins Leben gerufen, die ganze Sache, dass wir also bei uns auch Schützenverein machen können. Und die haben dann auch maßgeblich dazu beigetragen, dass wir den Verein gegründet haben, 1992. Der Schützenverein organisiert seither jedes Jahr das Schützenfest. Ein Höhepunkt in dem kleinen Ort, der seit 1994 zur Stadt Lunsenau gehört. Das Vereinsfest organisieren wir eigentlich nur alleine als Verein. Zusammen natürlich mit einigen, die uns sehr wohlgesonnen sind aus dem Ort, die noch uns unterstützen in Form von Arbeiten, sagen wir da, die Versorgung auch selber sichern, also Essereien im Großen und Ganzen, Trinkereien. Und da werden wir auch so zum Teil unterstützt, auch von anderen Vereinen aus dem Ort, die uns da ein bisschen zur Hand mitgehen, weil wir das dann im Prinzip ähnlich machen, dass wir die auch mal unterstützen, wenn es notwendig ist. Am Samstagnachmittag gab es Musik, Tanz und Unterhaltung von und mit den Hortkindern aus Lunsenau. Vor dem Festzelt hatte man das Volleyballnetz aufgezogen, an dem Vereinsmannschaften um den Pokal des Schützenvereins kämpften. Der Schützenverein war selbstredend auch mit einem Team am Start. Höhepunkte gab es noch andere. Das war zum Beispiel gestern Abend die legendäre Maxi-Playback-Show. Die gibt es schon seit
ach, was weiß ich, 20 Jahren bestimmt. Das ist eine Erfindung eigentlich von uns, wenn man so will. Und heute war eigentlich das Königsschießen, dass wir also den Schützenkönig ermittelt haben und auch einen Kinderschützenkönig. Geschossen hatte man auf diesen Vogel. Das Motto des neuen Schützenkönigs Sven Knipfer. Wer gut schießt, darf auch mal treffen. Und nun erst einmal diese Kette tragen, bis beim 28. Schützenfest der neue Schützenkönig ermittelt wird. Wir hoffen, dass wir das noch recht lange machen können, wobei bei uns auch das Problem des Alterns steht. Das ist ja bei fast allen Vereinen so, dass also ein bisschen der Nachwuchs fehlt, weil doch nicht mehr so viele Jugendliche immer so im. Es gibt schon ein paar, die hier wieder noch mitgemacht haben und die auf sich weiter lernen. Die Strapazen, wenn man so will, dieser drei Tage, die wir da haben, auf sich zu nehmen. Denn es ist ja wirklich so, dass wenn man das alles selber organisieren muss, dann doch ganz schön im Stress ist mitunter. Unterstützung wird nicht nur für die Vorbereitung und Durchführung des Schützenfestes gesucht. Wer auch sonst den Schützenverein unterstützen möchte, soll sich einfach melden. An Christi Himmelfahrt bewirtete der Interessenverein Hetzdorfer Viadukt wieder seine Gäste mit Bratwurst und Getränken. Denn ein Vatertagsausflug macht durstig und so nutzten wieder viele Männer das Angebot zu einer Rast auf der stillgelegten Eisenbahnbrücke. Frauen und Familien waren ebenfalls willkommen, um in 42 Metern Höhe eine gesellige Zeit zu verbringen. Ob mit Kremser, Boller oder Kinderwagen angereist, den Blick übers Flühertal wollte sich keiner entgehen lassen. Bald kann man wieder auf dem Viadukt feiern, denn schon zu Pfingsten lädt der Brückenverein zur nächsten Bewirtung ein. Spätestens seit dem Tag der Sachsen in Limperhuber Frohna kennt man in der Region Ars Floreo. Das Trio, das nicht nur lasterhafte Lieder und schamlose Schmeicheleien auf Lager hat, sondern mittelalterlich ebenso andere Künstler musikalisch umrahmen kann, wie den Feuerengel Gabriel. Das Programm war Teil des Historienmarktes auf Schloss Wolkenburg, der vom 25. bis 28. Mai auf dem Berg an der Mulde zu einer Reise durch die Zeit einlud. Dazu gehörte die mittelalterliche Unterhaltung. Das, was man in der Gegenwart schlicht als Wellness anbietet, genossen anno dazumal schon die Rittersleut. Für alle, die das hier noch nicht kennen, das ist ein Badehaus. Ich befinde mich hier in einem Badezuber. Und passend zu so einem sehr wunderhübschen Badehaus gibt es eben auch immer einen Bader. Der steht hier neben mir, den kann man gerade nicht sehen. Und hier gibt es so eine Vollverpflegung. Man kriegt Trauben, man kriegt Metbier, man kriegt eine Massage. Der Bader ist in der Regel auch ein Minnesänger. Der jetzige ist mittelbegabt, würde ich sagen, aber er gibt sich Mühe. Genau. Und insofern, wann immer man die Gelegenheit hat, ein Bad zu nehmen in einem Badehaus mit einem Bader und einem ordentlichen Zuber, kann ich das jedem empfehlen. Nicht nur der Beruf des Baders wurde den Historienmarktbesuchern vorgestellt. Drexler gab es bereits lange, bevor Jahresend Flügelfiguren produziert wurden. Das ist eine Wippdrechselbank, die quasi das erste Mal um 1200 belegt war. Also so hat man im Mittelalter halt runde Sachen gedrechselt, gedreht. Diese Maschine wurde nachgebaut. Zeichnungen aus historischen Büchern waren dabei die Vorlage. Gedrechselt wird, auch ohne Elektromotor, ganz Unterschiedliches. Du kannst mit der Drechselbank vom Kerzenleuchter angefangen über Schüsseln, alles was man mit Becher, Kelche, alles was man damit drechseln kann. Du kannst bis auf eine Länge von 60 cm alles drechseln, was rund ist. Einblicke in das Handwerk längst vergangener Zeiten gab es reichlich mehr an diesem Wochenende. Während Udi Events das Marktgeschehen organisiert hatte, hatte die Stadthalle Limperhuber-Frohna die Fäden für das Geschehen auf der großen Bühne im Schlosshof in der Hand. Wir nehmen's den Reichen und geben es denen, denen es zum Zustand. Oh!
Nachdem schon erfolgreich im Sonnenbad Rußdorf die Impulsiva für die junge Generation und die Rockostnächte für die älteren Semester stattfanden, wurde diesmal etwas für die auf die Beine gestellt, die es musikalisch mittelalterrockig oder deutsch vorgeht lieben. Letzteres hatte die Band Fersengold zu bieten, die am Freitagabend den Schlosshof in eine Tanzarena verwandelte. Trotz dessen, dass die Jungs schon bei Festivals wie Mera Luna oder auch Wacken zugange waren und auch anderweitig erfolgreich sind, haben sie noch keinen Höhenflug erlitten. Und so erlebte man in Wolkenburg 7 spielfreudige Musiker, die sich nicht feiern ließen, sondern gemeinsam mit dem Publikum eine große Deutschrockparty veranstalteten. Fersengold präsentierte an dem Abend neben den Kultsongs wie Paulis Beichtgang auch Songs vom aktuellen Album Funkenflug, darunter Feuergeist. Gib mir dein Licht, gib mir dein Leuchten und gib mir dein Feuer. Beim Bertelsdorfer Jugendclub gehen die Aufbauarbeiten für Mittelsachsens größte Jugendfete in die heiße Phase. Am Pfingstsonntag ist im beschaulichen Hainichener Ortsteil Krach am Bach. 7 DJs und 2 Livebands werden den Partygängern wieder mächtig einheizen. Wir erwarten am Pfingstsonntag natürlich wieder bis zu 3000 Gäste. Dieses Jahr Krach am Bach unter dem Motto Century. Und dementsprechend haben wir auch wieder unsere Plakate gestaltet, diesmal ein bisschen im Filmdesign. Und wir haben einiges versucht neu zu machen im Gelände. Wir bauen ein Zelt noch neben unser großes Zelt dazu, sodass wir die beiden großen Floors, also den Main Floor und den Black Floor, zusammenbringen. Und da wird auf jeden Fall ordentlich die Post abgehen. Da fahren auch unsere Shuttlebusse vom Bahnhof wieder im Pendelverkehr zum Festivalgelände und auch bis in die Nacht alle Gäste wieder zurück. Die Bertelsdorfer Straße wird gesperrt sein, also bitte nutzt unsere Shuttlebusse, um zu Krach am Bach zu kommen. Die Anreise zu Krach am Bach am besten mit dem Zug oder mit dem Auto zum Bahnhof in Hainichen und ab da mit dem Shuttlebus direkt zum Festivalgelände oder auch unserer Beschilderung folgen auf unsere ausgewiesenen Parkplätze. Von da weg kommt man auch sehr gut zu Krach am Bach. Bevor am Sonntag die Jugendlichen das Areal erobern, steigt am Samstag ein Familienfest auf dem Gelände. Über den Nachmittag natürlich mit Kinderfest, Hüpfburgen, Kinderschminken, Ponyreiten, was da so dazugehört. Und abends dann beginnt die Veranstaltung mit den Hartmannsdorfer Schalmeien und abends dann Musik von der AHA-Band live auf unserer Bühne im großen Festzelt. Das Dorffest am Samstag beginnt um 15 Uhr und am Tag darauf ist Einlass ab 19 Uhr bei Krach am Bach. Die Big Band der Bundeswehr gab am 30. Mai ein Open-Air-Konzert in Flöha. Rund 1500 Musikfreunde wollten sich dieses musikalische Highlight nicht entgehen lassen. Dieses Event organisierte das Blasorchester der Stadt Flöha. Dabei hat sich dessen stellvertretender Vorsitzender besonders hervorgetan. Aber nicht nur aus diesem Grund wurde Martin Müller von Oberbürgermeister Volker Holuschar vor Konzertbeginn besonders gewürdigt. Liebe Gäste, heute ist auch ein ganz besonderer Tag. Wir verabschieden heute den Herrn Müller aus den aktiven Reihen der Stadtverwaltung. 25 Jahre Bürgermeister der Gemeinde Falkenau, Mitglied der Blasmusik Flöha und Hauptorganisator und Initiator dieser Veranstaltung. Bei den Flöhaer Blasmusikanten freut man sich, dass es gelungen ist, die Big Band der Bundeswehr in die Stadt zu holen. Wir sind dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Wir haben einfach mal die Idee gehabt, wir bewerben uns ganz einfach mal und haben einen kleinen Brief dahin geschickt und ganze Zeit lang nichts gehört. Kurz vor Weihnachten kam ein Anruf, 30. Mai, ja oder nein. Es geht darum, einen Tourplan zu stricken, der sehr dicht aufeinander abgestimmt ist und ohne Leerlauf zu produzieren. Und so kommen solche Telefonate sehr plötzlich für die Betreffenden, aber der Herr Postelt hat sofort ja gesagt und deswegen hat das heute geklappt hier.
Für das Konzert wurde eine der größten mobilen Bühnen Deutschlands aufgebaut. Auch da mussten die Flöhaer Blasmusiker mit anpacken. Um 7 stand die Band, also nicht die Band, sondern die 2 LKWs hier, die Fahrer. Wir haben also 7:45 pünktlich anfangen können. Dankenswerterweise auch vom Bauhof die Kollegen nochmal, wenn sie das mal sehen sollen, ein großes Dankeschön. Wir haben zwar gewusst, was auf uns zukommt, aber es war eine ganz schöne Buckelei, um das mal auf Deutsch zu sagen. Es hat alles geschafft. Die Bundeswehr war sehr zufrieden mit allen Helfern. Haben selten gesehen, wie so eine Bühne so schnell aufgearbeitet werden konnte. Wir haben einfach dazu gesagt, so arbeiten Sachsen. Mit diesem musikalischen Leckerbissen hat sich das Flöhaer Blasorchester auch ein Geschenk zum runden Jubiläum gemacht. Wir haben dieses Jahr 60-jähriges Bestehen. Ursprünglich wurde das Orchester gegründet als Blasorchester der Technischen Hochschule Karl-Marx-Stadt, war dann später Blasorchester der TU Chemnitz. Und seit 1998 sind wir nach Flöha gegangen und heißen seitdem Blasorchester der Stadt Flöha. Haben hier wunderbare Bedingungen gefunden seitens der Stadt, wunderbare Probenräume, und seitdem fühlen wir uns hier sehr heimisch. Die Big Band der Bundeswehr kann noch nicht auf 60 Jahre zurückblicken. Die Big Band der Bundeswehr wurde 1971 durch den damaligen Verteidigungsminister und späteren Bundeskanzler Helmut Schmidt gegründet, der gesagt hat, er möchte gerne einen modernen Sound für eine moderne Armee. Und genau das ist es bis heute geblieben, ein modernes Orchester für eine moderne Armee. Und das haben wir bis heute auf unseren Fahnen stehen. Und das stellten die Bundeswehrmusiker in Flöha eindrucksvoll unter Beweis. Ihr Repertoire reicht vom klassischen Big Band Sound bis hin zu Rock und Pop. Mit Gemma Endersby, Susanne Albers und Marco Paolo Matthias hat die Band auch 3 hervorragende Gesangssolisten. Welchen musikalischen Hochkaräter das Flöhaer Publikum erleben durfte, zeigt auch der Tourplan der Big Band. Wir sind ca. 80 Mal im Jahr unterwegs. Das können aber auch viele verschiedene Auftritte sein. Wir haben 25 Open-Air-Konzerte, ca. 30 Indoor-Konzerte. Und dann sind wir natürlich noch mit kleineren Besetzungen unterwegs. Wir waren letztes Jahr in Rio bei den Olympischen Sommerspielen mit dabei. Wir sind dieses Jahr noch in Moskau. Wir sind in Seoul mit zum Tag der Deutschen Einheit mit kleineren Besetzungen. Also die Big Band der Bundeswehr ist weltweit unterwegs und da die klingende Visitenkarte der Bundesrepublik Deutschland. Die Flöhaer Musikfreunde können sich bald wieder auf ein Konzert in der alten Baumwolle freuen. Am 17. Juni steigt im Stadtsaal dann das Jubiläumskonzert zum 60-jährigen Bestehen der Flöhaer Blasmusikanten. So, wir sind jetzt am anderen Flussufer angekommen. Herr Herzer darf jetzt eine kleine Pause machen und ich erzähle Ihnen mal noch ein bisschen was zur Geschichte der Fähre. Die wurde 1831 in Betrieb genommen und der Wirt von der Wasserschenke hat mir vorhin noch erzählt, 1939 ist hier ein Unglück passiert. Im November waren der Fährmann und der Wirt von der Wasserschenke hier auf der Fähre unterwegs, sind bei starker Strömung ins Wasser gestürzt und dabei ertrunken. Klingt vielleicht heutzutage ein bisschen komisch, aber die dicken Wollsachen damals, wer konnte zu dieser Zeit schwimmen, das war damals einfach mal nicht selbstverständlich. Aber nun zum Heute zurück.
Und bei uns geht's jetzt weiter mit Schmecken lassen. Hier bekommen Sie lecker Hähnchen serviert. Entweder zum Backen oder zum Grillen. Satkabel in Burgstedt ist der Spezialist für das schnelle und preiswerte Highspeed-Internet über Fernsehkabelnetz. Bei uns surfen Sie nicht nur mit Höchstgeschwindigkeit, sondern sichern Ihre Daten auf entfernten Servern, können Fernsteuerungen in Echtzeit durchführen und spielen mit einem Superping. Hinzu kommt das Telefonieren in bester Qualität bei kostenloser Rufnummernmitnahme und günstigen Minutenpreisen. Lassen Sie sich beraten zu unseren attraktiven Komplettangeboten. Entweder vor Ort im Ladengeschäft oder telefonisch unter 03724 666 535. Besuchen Sie unsere Website sat-kabel-online.de. Herr Herzer, Handarbeit ist doch eigentlich bekanntlich teuer. Kann sich denn hier jeder eine Überfahrt leisten? Wie sieht das aus mit den Preisen? Also das kann sich auf jeden Fall jeder leisten. Erwachsene zahlen 1,50 Euro pro Überfahrt, Kinder bis 6 Jahre 1 Euro und Hunde und Fahrräder und Ähnliches sind 50 Cent. Na, ich glaube, das ist doch mal ein gutes Angebot. So, wir sind wieder sicher auf der anderen Uferseite angelangt. Den hier haben wir Gott sei Dank nicht gebraucht. Ich verabschiede mich von Ihnen für diese Woche. Bis dahin, tschüss.